Moin, moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Firma Raleno hat mich gefragt, ob ich nicht ihr V30 Kameramikrofon testen möchte. Wie ihr seht, habe ich dieses Angebot angenommen. Meine Meinung wird darunter natürlich nicht beeinflusst. Viel Spaß mit diesem Video. Traditionell fangen wir mit dem Lieferumfang an. Geliefert kommt das V30 in einen schlichten Karton, auf dem dann das Mikrofon und ein paar technische Daten abgedruckt sind. Im Inneren befindet sich dann gut präsentiert das Mikrofon, ein Smartphone-Kabel, ein Kamerakabel, eine Smartphone-Halterung, ein USB-C auf 3,5 mm Klinkenbuchsenadapter, eine Tragetasche, wie es hier heißt, eine pelzige Windschutzscheibe, wecken's nicht, sollte Windschutz heißen, ein Popschutz und zum Schluss das allgemeine Klopapier. Kommen wir nun zu den technischen Daten. Verbaut wurde hier ein Elektrokondensator, welcher eine Nierencharakteristik besitzt. Dabei hat das Mikrofon einen Frequenzgang von 35 Hz bis 18 kHz. Das Pegellimit liegt bei 76 Dezibel. Zur Qualität kann gesagt werden, dass das V30 komplett aus Metall ist und somit 27 Gramm Gewicht mitbringt. Die Maße sind 22 x 81 mm, also ziemlich winzig. Das Mikro löst damit 24 Bit und 192.000 Hertz am Computer auf, was einfach krass ist. Ein Shockmount ist automatisch dabei und muss nicht extra erworben werden. Zur Klangqualität kann ich nicht viel sagen, denn sowohl die Höhen als auch die Tiefen lösen unfassbar klar auf. Das Skript, hallo, nehme ich die ganze Zeit mit dem V30 auf, sprich ihr könnt euch selbst einen Eindruck machen. Ich habe mal zum Spaß eine Gitarre aufgezeichnet und das klingt so. Wie ihr hört, klingt das erstaunlich gut. Nur das Rauschen nervt ein wenig, was dann zustande kommt, wenn man den Pegel auf 100% stellt. Hier bei den Audios ist der Pegel auf 90 und man hört fast nichts. Leider ist es mir nicht gelungen, das Mikro am Mischpult anzuschließen, um mögliche Störquellen auszuschließen. Zusammenfassend muss ich sagen, dass das Raleno V30 unfassbar gut ist und das für 30 Euro. Selbst teure Mikros wie eine Rode NTG1 klingen nicht wirklich besser. Gut gemacht, Raleno. Für eine Neuauflage würde ich mir wünschen, dass das Mikro eventuell mit einer XLR-Buchse ausgestattet ist, damit man es auch am Mischpult oder externen Rekorder anschließen kann. Auch der Popschutz könnte besser sein. Aber hey, macht die Windschutzscheibe drauf. Mal gucken, ob die niemand verstanden hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über die 10 Likes sowie ein Abo freuen, da nach wie vor 70% meinen Kanal noch nicht abonniert haben, die meine Videos gucken. Deswegen gerne liken, würde mich freuen. Dann schaut doch gerne noch auf Instagram vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag, haut rein, euer Tim, ciao, ciao.